Guten Tag, meine Damen und Herren. Corona hat viele persönliche Schicksale getroffen in ganz Deutschland und ganz besonders sind auch die Kinder betroffen. Die Kinder, aber auch die Lehrer, die mit ihnen in der Schule arbeiten. Hierzu spreche ich heute mit Frau Hölche. Frau Hölche ist Schulleiterin einer Grundschule in Niedersachsen und wir sprechen heute darüber, wie sie die Zeit seit Corona erlebt hat und wie es ihr heute geht und vor allem auch, ja, was für Konsequenzen sie erfahren hat, seitdem sie sich kritisch zu den Maßnahmen, die in ihrer Schule umgesetzt werden sollten, geäußert hat. Frau Hölche, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Dankeschön, freue mich über die Einladung. Wenn Sie unseren Zuschauern kurz erklären, wie als Corona gestartet ist, muss man ja schon fast sagen, als die Corona-Maßnahmen gestartet sind, was waren so Ihre Gefühle? Wie haben Sie das erlebt mit der Umsetzung in der Grundschule? Ja, eigentlich ging es vor Corona schon los mit der Masern, mit dem Masernimpfnachweis. Und ich hätte es mir nie vorstellen können, dass ich als Schulleitung einmal Impfpässe einsammeln und kontrollieren muss. Und als die Diskussion losging, habe ich mich ins Lehrerzimmer gestellt und habe gesagt, ich sammle keine Impfpässe ein, nie im Leben, das mache ich nicht. Und habe mir dann einen Aufkleber ins Auto geklebt gegen Impfzwang und keine 4 Wochen später habe ich Impfpässe eingesammelt. Und das war die erste rote Linie, die ich überschritten habe und ja, es fühlt sich nicht gut an. Ich bin dann Teil des Systems und trage dann Verantwortung dafür. Und alle Kinder, alle Mitarbeiter mussten dann ihren Impfnachweis abgeben. Was ist genau der Grund, wo Sie sagen, also das mache ich nicht? Oder was hat sich da in Ihnen gesträubt, wo Sie gesagt haben, also Impfnachweise, das ist nicht meine Aufgabe. Warum genau? Das sollte jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Jeder Mensch kann für sich und für seine Kinder entscheiden, ja, wir wollen eine Impfung, sie können sich beraten lassen, sie können sich aufklären lassen oder wir wollen eben keine Impfung. Und es geht mich nichts an. Ich bin nur Expertin fürs Lernen. Was habe ich mit der Gesundheit in Bezug auf Impfungen, auf Infektionskrankheiten der Kinder zu tun oder der Mitarbeiter? Es geht mich nichts an. Und das war einfach, das war zu viel. Und als dann Corona kam und dieser Bereich Gesundheit und Hygienemaßnahmen auf einmal immer größer wurde, wurde es natürlich noch schwieriger und noch verrückter. Und ich bin eigentlich ganz gerne in meine Schule gegangen. Ich bin gerne Schulleitung, ich bin gerne Lehrerin, ich habe Freude daran, mit Kindern zu arbeiten. Und das, was Schule für mich ausgemacht hat, das war dann nicht mehr da. Also wenn Kinder freudestrahlend durchs Gebäude rennen und wenn Musikunterricht ist, wenn ein Sportfest ist oder wenn irgendwelche tollen Aktionen sind, das macht doch Schule aus, das ist das Lebendige. Oder die ganze Klasse geht raus auf den Wandertag oder auf dem Schulacker und so, das hat mir immer Spaß gemacht und das war alles weg. Und es nahm zu. Abstand halten, okay, das kriegen wir hin. Und dann das Maske tragen. Und auch als die Kinder noch keine Maske bei uns tragen mussten, also es nahm ja immer mehr zu, hatten wir aber Schüler, die Angst vor Corona hatten und trotzdem die Maske getragen haben, aus Angst. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass kleine Kinder, dass Grundschulkinder Angst haben und aus Angst sich so vermummen müssen und damit ja so eine Distanz zum Leben eingehen. Sie sind ja dann nicht mehr so im Kontakt mit anderen. Sie zeigen sich nicht mehr so und können auch nicht so gesehen werden. Und wie kann ich denn Emotionen bei einem Menschen erkennen, wenn die Hälfte des Gesichts weg ist? Und das hat es mir so schwer gemacht, vor diesen Kindern zu stehen. Und ich kann nichts sagen. Ich kann nicht sagen, du kannst die Maske ruhig mal runternehmen. Das darf ich nicht. Und das hat mich unglaublich traurig gemacht. Und dann Gespräche. Man sitzt mit Kindern zusammen und sie erzählen darüber, wie sie sich fühlen und dass sie Angst haben, dass Oma und Opa sterben und dass sie sich anstecken könnten in der Schule und dass sie lieber dann zu Hause bleiben wollen und
Das ist so eine große Verantwortung, die Kinder eigentlich nicht tragen sollten. Wir Erwachsene, wir sollten doch eigentlich zusehen, dass es den Kindern gut geht und dass sie sicher aufwachsen und auch mit einem sicheren Gefühl sich dort aufhalten können, wo sie gerade sind. Und das nahm immer mehr ab. Und gleichzeitig hatten dann die Lehrer auch Angst, sich bei den Kindern anzustecken. Das kann ich verstehen. Nach dem, was sie in den Medien lesen, was über Corona gesagt wurde, konnte ich das auch gut verstehen. Aber das wurde immer verrückter. Und ich bin auf Demos gegangen, ich habe mich informiert in alternativen Medien und ich hatte keine Angst vor Corona. Und das war wie so ein Blick von oben drauf und das wurde immer verrückter alles. Und ich stand dazwischen und sollte darüber entscheiden. Ich bin die Leitung der Schule. Es liegt in meiner Verantwortung. Ich bin verantwortlich dafür, dass es den Kindern da gut geht und dass es den Kollegen gut geht. Und dann kamen jeden Freitag neue Verordnungen, die dann übers Wochenende umgesetzt werden mussten. Und das kann sich ein Außenstehender gar nicht ausmalen, was wir an Organisationen denn auch hatten. Also wenn die Kohortengröße verändert wurde oder mussten wir die Klassen nur in der Mitte teilen. Das heißt, 4 Klassen war eine Kohorte. Konnte man gut umsetzen. Dann wurde es geteilt, dann waren nur noch 2 Klassen eine Kohorte und schließlich nur eine Klasse eine. Das heißt aber jedes Mal, dass wir Einbahnstraßen in den Schulen hatten, abkleben mussten, Trennwände aufstellen. Okay, die Kohorte geht dort zur Toilette, der Eingang ist da, der Ausgang ist da, die Eltern dürfen nur da stehen und warten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel wir da organisieren mussten, dass die Kinder sich nicht begegnen. Und Erstklässler, die neu in die Schule kommen, so völlig begeistert, werden endlich eingeschult und ja, es geht los, die dann nicht sehen dürfen, wie viele Kinder in der Schule sind, vielleicht nur von Weitem an einer Trennwand vorbei, das kann es nicht sein, dass nur eine Klasse dann auf dem Schulhof ist, weil sie keinen Kontakt zu den anderen haben dürfen. Dann kommt die Frage, ja, aber wie ist denn das bei der Schaukel, wenn die Klasse draußen war und auf der Schaukel war, müssen wir die dann erst desinfizieren, bevor die andere Klasse kommt? Also das nimmt dann Auswüchse an. Wie ist denn das in der Spielecke, die Legosteine? Müssen wir die dann alle desinfizieren, wenn die eine Gruppe damit gespielt hat? Nee, dann räumen wir die Legosteine weg. Dann spielt gar keiner mehr damit. Und wo ist das Kindliche? Wo ist die Freude? Wo ist das so ein bisschen Normalität? Gönnen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Mediendschungel. Die neue Epoch Times Wochenzeitung. Ausgewogener Journalismus und unabhängige Berichterstattung. Für kritische Leser und kluge Köpfe. Testen Sie jetzt 3 Ausgaben gratis und lesen Sie den Unterschied. Jetzt könnte man vielleicht sagen, dass ja gerade am Anfang der Corona-Krise niemand genau wusste, wie jetzt das Virus sich ausbreiten wird, wie viel betroffen ist. Und viele gibt es, die haben gesagt, ja, am Anfang, da habe ich das noch mitgetragen. Aber so mit der Zeit hat man mehr Erkenntnisse gewonnen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also wie war der zeitliche Verlauf? Es ist ja auch immer restriktiver geworden. Also dann kamen die Testungen auch in den Schulen. Wie ist das bei Ihnen? Also zu Beginn war ich natürlich auch erst verunsichert. Und es war ja schnell so, dass die Schule geschlossen war. Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir die Schulen schließen und dass die Kinder zu Hause bleiben. Und da habe ich auch einfach als Schulleitung funktioniert. Dann organisiere ich und dann hat das einfach auch zu funktionieren. Dann muss das laufen. Das heißt, die Kinder waren zu Hause. Wie kommen die Kinder an Material? Wie können wir das organisieren, dass wir sie trotzdem beschulen? Und dann war das Thema Digitalisierung ganz groß. Und da habe ich mich am Anfang auch voller Begeisterung reingestürzt und habe, dass wir Videokonferenzen abhalten können, digitale Pinnwände, dass Arbeitsblätter übermittelt werden können. Dann haben die Lehrer die Fenster gehabt im Gebäude verteilt und dann unterschiedliche Zeiten, dass
die Kinder kommen konnten und dann ihre Lehrerin sehen konnten von draußen. Und dann standen sie vorm Fenster. Und dann wurde ein Gedicht auswendig gelernt für Aufgabe. Und dann kamen die Kinder zeitlich versetzt und haben das Gedicht dann am Fenster aufgesagt. Also solche Varianten haben wir uns ausgedacht. Und dann die Kinder, die wir gar nicht erreichen können. Was war denn da im Lockdown? Es gab Kinder, die komplett abgeschieden waren. Die waren zu Hause und wir hatten keinen Kontakt. Wir durften auch nicht hinfahren. Und dann aber auch Ausnahmen zu machen und zu sagen, okay, es ist in Ordnung, fahr hin, guck mal. Nicht reingehen ins Haus, aber klingeln und einmal nachfragen, wie geht's? Ist alles in Ordnung? Aber es sind eben Kinder, die dann an gar keinem Unterricht teilgenommen haben. Also wenn ich das richtig verstehe, Schule ist ja auch ein Ort der Bildung, ein Ort des Lernens, aber auch ein Ort der persönlichen Entwicklung, des Heranwachsens der Kinder. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, dass einfach ganz viel, so interpretiere ich das gerade, von diesem Heranwachsen, von diesem sozialen Interagieren einfach nicht mehr da ist und dass das Sie auch sehr betroffen gemacht hat. Ist das so richtig zusammengefasst? Also es nahm immer mehr zu, dass alles, was Schule schön macht und was auch so grundlegend wichtig ist für Kinder in der Schule, Grundschule eben, dass das weg war. Also Musikunterricht konnten wir nicht mehr machen, nur auf dem Blatt Papier im Buch. Und was ist Musikunterricht ohne Singen? Es wird getanzt sonst im Musikunterricht. Wir probieren Instrumente aus, sonst was. Das war alles nicht machbar. Wenn Kinder vereinzelt an Tischen sitzen, Namensschild draufgeklebt, damit dieses Kind immer da sitzt, dann kann man nur lebendigen, handlungsorientierten Unterricht nicht machen. Wir sind es eigentlich gewöhnt. Wir holen alle zusammen, dann sitzen sie im Kreis und jetzt machen wir das und jetzt gehen wir dahin. Und das fehlte ja alles. Wenn die Kinder vor dem Gebäude stehen, mit Abstand in einer Reihe, dann kommt die Lehrerin, lässt die Kinder rein. Achtung, wir müssen erst warten, dass die andere Gruppe vorbeigegangen ist. Jetzt geht ihr bitte langsam hoch, erst Hände waschen, dann hoch, bitte Seife benutzen. Das ist doch, ist es nicht wie Kaserne? Was ist denn das? Ich bin es gewohnt, dass alle Kinder reinkommen, dann ist die Pausenhalle voll, da hatten wir morgens 70, 80 Kinder, dann haben die sich ein Buch genommen, dann haben da welche in der Ecke auf den Kissen gelegen, die haben Schach gespielt und von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse alle zusammen und es war fröhlich und es war schön. Und dann stehen die in Reihe und Glied, warten, dass sie reingelassen werden, Hände waschen, hoch, Jacke ausziehen, jetzt bitte an den Platz. Die Lehrerin muss das alles beaufsichtigen. Es gibt keine Chance mehr, irgendwie so Freiräume sich zu nehmen. Sie haben sich dann ja auch kritisch geäußert, auch im Kollegium, was dann ja auch negative Konsequenzen... Ich habe mich nicht kritisch geäußert. Ich habe nachdem ich ja die Impfpässe zu den Masern eingesammelt hatte, habe ich mich da völlig zurückgehalten, habe den Aufkleber auch von meinem Auto abgekratzt und habe dazu gar nichts mehr gesagt. Mhm. Ich habe einfach nur als Schulleitung gearbeitet und habe mich da privat zurückgehalten. Okay, dann ist das hier nicht erwünscht, dann darf ich das nicht als Schulleitung und habe nichts gesagt. Und auch als ich im April, Mai 2020 dann auf Demos gegangen bin, dann war das mein Privatleben. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich bei uns vor Ort zur Demo bin, dann habe ich eine Mütze aufgesetzt, Sonnenbrille und Maske, damit mich keiner erkennt. Ich habe mich vermummt, weil was wäre denn gewesen, wenn Eltern mich da sehen, wenn mich Kollegen da sehen? Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ihnen ja kein doofes Gefühl vermitteln und ich wollte ja, dass sie mir weiterhin vertrauen, ich habe immer alle Hygienemaßnahmen umgesetzt, aber ich habe es so umgesetzt, dass es an der untersten Grenze war und immer im Hinblick auf die Kinder. Es sollte den Kindern gut gehen. Das war mir am wichtigsten. Und das ist aber der Punkt gewesen, wo es dann immer Diskussionen gab. Ja, aber wir müssen doch auch geschützt werden. Natürlich.
Aber es war mir zuwider, ich sage es ruhig so, diese Hygienemaßnahmen immer weiter zu erhöhen, nur um noch mehr Sicherheit und noch mehr Schutz und noch mehr und noch mehr. Das wollte ich nicht. Das, was vorgegeben ist, habe ich umgesetzt, aber mehr nicht. Und das hat zu Konflikten geführt mit dem Kollegium. Weil sie Angst hatten und weiter beschützt werden wollten und ich aber meinen Schwerpunkt darin gesehen habe, die Kinder zu beschützen. Und ich hatte immer alle Eltern auch hinter mir. Ich habe den Schulelternrat eingeladen und immer wieder gesagt, so Leute, so sieht's aus, das müssen wir umsetzen. Wie machen wir's? Als die Maskenpflicht für Kinder, als die noch nicht da war, da habe ich alle eingeladen und habe gesagt, so, helfen Sie mir, es sind Ihre Kinder. Was machen wir? Wir müssen keine Maskenpflicht zu dem Zeitpunkt für die Kinder, war es eben so, mussten wir nicht umsetzen. Ich sage, aber wenn Sie sich wohler fühlen, wenn Sie Ihre Kinder hier noch, für Ihre Kinder noch mehr Sicherheit haben wollen, dann machen wir das. Und dann haben die Eltern abgestimmt. Das war in Ordnung. Und als dann im Sommer in Berlin die Demo war am 1.8. und es waren noch Ferien und dann sagte eine Kollegin, schimpfte dann über die Corona-Leugner, die ganzen Rechten und die jetzt Corona verbreiten. Und dann habe ich nur nebenbei gesagt, du, war gar nicht so. Ich war dazwischen und ich habe auch kein Corona. Und dann ist es umgeschlagen. Das hat sich wie so ein Lauffeuer in alle Richtungen verbreitet. Alle wussten, Frau Höltje war am 1.8. in Berlin. Und dann war es anders. Und dann hatte ich, wenn ich vorher als Chefin etwas gesagt habe, dann war das so. Und dann konnte ich mit dem Kollegium arbeiten und das war einfach eine Zusammenarbeit. Und da konnte es auch mal schwierig werden und da konnte es auch Konflikte geben. Aber dann war ich auf einmal eine aus dem anderen Lager. Dann wurde ich vom Gefühl her zum Staatsfeind. Und das hat mich so betroffen gemacht. Und dann das auszuhalten und gleichzeitig zu sehen, was passiert da mit den Kindern. Ich habe einmal eine Quarantänemaßnahme mit durchführen müssen. Unsere ersten Klassen wurden in Quarantäne geschickt. Und dann kamen die Briefe vom Gesundheitsamt, dass die Kinder im besten Fall zu Hause vereinzelt werden sollen. Also ein sechsjähriges Kind, was dann allein in seinem Kinderzimmer sitzen soll, möglichst keinen Kontakt mit den Geschwistern und auch die Mahlzeiten alleine einnehmen soll. Und dann hatte ich Kontakt mit den Eltern. Die haben mich gefragt, was sollen sie machen? Steht so im Brief drin, müssen sie das machen? Und dann konnte ich ja nicht widersprechen. Dann konnte ich ja nur sagen, ja, wenn das Gesundheitsamt das sagt, dann müssen sie das machen. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich bin auch Mutter. Als Mutter würde ich anders reagieren, denn es war ja meine Pflicht. Mhm. Das hat mir so wehgetan. Und das hat mich krank gemacht. Zu wissen, dass ich die Kinder mag und dass ich einfach nur möchte, dass sie gesund und sicher aufwachsen. Und dass ich wusste, dass das tut ihnen nicht gut. Was wird daraus entstehen? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, nachdem Sie sich geoutet haben, dass Sie am 1. August 2020 auf einer Demo in Berlin waren, waren Sie so der Feind in den eigenen Reihen. Obwohl Sie eigentlich die Chefin waren, waren Sie so jetzt, ich sag mal, nicht mehr die Autoritätsperson, die Sie eigentlich sein müssten. Aber Sie haben dann ja auch noch eine E-Mail quasi weitergeleitet mit Hinweisen zur Umsetzung der Maßnahmen. Das war die Haftungsfrage. Da hatte Eltern stehen auf, einen Brief an alle Schulen verschickt, eine Mail. Und da ging es darum, wenn wir Hygienemaßnahmen umsetzen, wenn wir die Kinder verpflichten, dass sie die Masken tragen müssen, dass wir dann auch in der Haftung sind. Und das war bis dahin für mich ungeklärt.
was passiert? Was passiert, wenn Kindern schwindelig wird, wenn sie krank dadurch werden, wenn sie psychisch darunter leiden? Und wir ordnen es an. Und da diese Mail für mich nur sachlichen Inhalt hatte und ich es wichtig fand, dass wir uns damit beschäftigen, habe ich sie an alle Kollegen und an die Vorsitzende vom Schulelternrat weitergeleitet. Ohne Kommentar, einfach nur weitergeleitet. So wie ich es bei allen Sachen sonst auch mache. Und dann ging es gleich morgens los, dass die Kollegen sich aufgeregt haben, dass sie geschimpft haben, ich würde ihnen Angst machen. Sowas dürfe ich nicht weiterleiten. Damit würde ich sie unter Druck setzen. Und das war natürlich nicht meine Absicht. Aber ich wollte einfach nur sachlich mit ihnen darüber reden. Also ich wollte ihnen kein schlechtes Gefühl vermitteln, aber ja. es war nicht in ihrem Fragehorizont. Das war außerhalb. Darüber reden wir nicht. Wir haben diese Verordnung, wir haben Hygienemaßnahmen, wir haben alle Angst vor Corona, wir können sterben. Also reden wir hier nicht über Haftung. Raus. Gehört nicht zu uns. Also ist das tatsächlich so eine Art Ausblendmechanismus gewesen, der quasi diese eine Linie, die man verfolgt, irgendwie auch nur ansatzweise in Frage stellt, dass es dort zu explosionsartigen Konflikten kommt? Kann man das so wirklich kann man so das sagen, ja. Da war kein Gespräch drüber möglich. Und dann gab es auch Beschwerden vom Personalrat und dann. Es ist nichts dabei rumgekommen. Es war ja auch nichts. Es war nichts. Aber ich habe auch kein Gespräch herstellen können. Es war nicht machbar. Und dann gab es einen Moment, ich hatte auf meine Jacke das Zeichen von Heiko Schrank gemalt. Kreis mit Punkt. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil es ist ein Mandala. Es ist ein Mandala, es ist ein Symbol. Es ist das Zeichen der Wahrheit und ich war ja auf der Suche nach der Wahrheit. Und dann hat mir das Kollegium auf einer Dienstversammlung gesagt, sie hätten sich darüber ausgetauscht und sie sind der Meinung, dass unsere Schule für Meinungsfreiheit und für Demokratie steht und deshalb möchten sie, dass ich diese Jacke nicht mehr trage. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Meinungsfreiheit und Demokratie ja, aber nicht jede Meinung? Das ist auch Teil meines Disziplinarverfahrens, dass ich dieses Symbol getragen habe und damit deutlich gemacht habe, dass ich zur Querdenkerszene gehöre. Und das Disziplinarverfahren wurde eröffnet und mittlerweile bin ich suspendiert, seit einer Woche jetzt. Und ja, man will mich nicht mehr dabei haben. Soll darauf hinauslaufen, dass ich keine Beamtin mehr bin und meine Bezüge verliere und ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich auch mit vielen Informationen aus, Sie sagten, alternativen Medien beschäftigt haben. Wie war dieser Zeitpunkt für Sie, als Sie, ich sag mal, eine andere Sicht auf die Dinge durch andere Informationen, als es jetzt durch die Leitmedien erfolgt, als Sie diese Informationen bekommen haben. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Ohnmacht. Einfach nur Ohnmacht. Was kann ich jetzt noch tun? Wenn es war von vornherein klar, ich kann niemanden aufklären, ich kann niemanden überzeugen. Das darf ich nicht als Beamtin. Da muss ich einfach hinter den Verordnungen stehen, Und funktionieren. Und das hat mich eigentlich innerlich zerrissen, dass ich einfach weitermachen musste und gleichzeitig zu wissen, dass das fühlt sich nicht gut an, das ist nicht richtig. Ich habe hier eine Fürsorgepflicht den Kollegen, den Kindern gegenüber und kann dem nicht gerecht werden, weil ich ja Anweisungen befolgen muss, die sich so völlig falsch für mich anfühlen. Deshalb bin ich auch in die Krankschreibung dann gegangen, weil ich einfach nur noch innerlich zerrissen war. Das fühlte sich nicht richtig an. Und habe dann remonstriert. Als Beamtin bin ich verpflichtet zu remonstrieren,
wenn ich der Meinung bin, dass Dienstanweisungen Gesetzen widersprechen, dass es nicht richtig ist. Und ich habe dann in meiner Remonstration eben genau das aufgeschrieben, dass ich sage, ich habe eine Fürsorgepflicht, ich habe Kinderrechte umzusetzen, ich habe den Kindern versprochen, diese Kinderrechte umzusetzen, und das kann ich gerade nicht. Und wenn ein Kind vor mir steht, weil es einen Schnupfen hat und wir die Eltern anrufen müssen, weil es ja dann auch Symptome, Corona-Symptome sind, und ich diesem Kind ansehe, dass es in dem Moment versteht, ich könnte Corona haben, und es bekommt Todesangst. Und das ist es gewesen, das habe ich erlebt, dass ein Kind auf einmal verstanden hat, ich könnte Corona haben, ich werde schwer krank. Vielleicht sind es auch Gedanken wie, wird mein Papa jetzt arbeitslos, weil er in Quarantäne muss? Hm. Wird Mama ärgerlich? Was ist mit meinen Geschwistern, die dann zu Hause bleiben müssen? Das sind Gedanken, die sich dann Kinder machen. Das kann ich mir gar nicht ausmalen. Und dieses Kind hat angefangen zu heulen und hat geweint und war verzweifelt und ich konnte es nicht in den Arm nehmen. Und ich bin doch Mensch. Wenn so ein Kind vor mir steht und weint und verzweifelt ist, dann will ich es in den Arm nehmen. Und dann will ich es trösten und dann will ich sagen, es wird alles gut. Es ist alles nicht so schlimm. Und das durfte ich nicht. Und gleichzeitig wurde ich beobachtet, wie ich darauf reagiere. Na, hält sie sich an die Hygienemaßnahmen? Und das war nicht auszuhalten. Das kann ich nicht. Und auf die Remonstration habe ich keine Reaktion bekommen. Aber 2 Wochen später wurden die Passwörter von meinem E-Mail-Account geändert und von meiner Cloud. Und dann saß ich zu Hause und dachte, das kann es nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich will hier alles nur richtig machen. Ich will es nur richtig machen. Ich will es richtig für die Kinder machen. Und das ist meine Aufgabe. Und dafür werden jetzt meine Passwörter geändert. Dafür spricht man nicht mit mir. Dafür werde ich hier geächtet als Corona-Leugnerin. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Man kann mir nichts vorwerfen. Und dann bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und das wirft mir vor und das ist der Grund für die Suspendierung. Sie haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie viel organisatorischen Aufwand Sie eigentlich auch betrieben haben aufgrund dieser Maßnahmenvorgaben, und Sie haben auch sehr bildlich erzählt, wie sich das auch das ganze Leben auf die Kinder quasi ausgewirkt hat. Jetzt meine Frage, Sie haben darüber berichtet, dass manche mit Schnupfen, Kinder, jeder Mensch hat Schnupfen, auch in die Schule gekommen sind. Aber haben Sie von Fällen gehört, die tatsächlich bei Schulkindern aufgetreten sind, die schwer erkrankt sind? Also wie ist Ihr Gefühl zum Verhältnis der Maßnahmen und zu dem Erkrankungsbild, das Sie vielleicht in der Schule erlebt haben? Also, Ostern 2021 habe ich mich krank schreiben lassen. Und bis dahin habe ich es für unverhältnismäßig gehalten. Ich habe für mein Empfinden waren die Hygienemaßnahmen in ihren Folgen schlimmer als die Corona-Erkrankung. Aber das ist meine persönliche Einschätzung als Mensch. Ich bin keine Ärztin, ich habe nicht den Überblick. Weil Kinder einfach sich nicht mehr natürlich verhalten konnten. Kinder haben ein Bedürfnis, in Kontakt zu gehen. Die wollen rangeln, die wollen sich spüren, die wollen sich anfassen, die wollen spielen. Der eine schmeißt sich auf den Boden, der andere oben drauf. Und Verstecken spielen, Fangen spielen, bei der Schaukel Anschubs geben. So dieses ganz Normale. Und das sollten wir ihnen abtrainieren. Und das ist aber ein Grundbedürfnis, was sie haben. Was passiert mit Kindern, wenn sie ihren Bedürfnissen nicht nachkommen können? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, was bei diesen Kindern entsteht. Wenn sie in ihrer ganz normalen Entwicklung unterbrochen werden. Und wenn Kinder Masken
aufhaben, dann können wir mit ihnen nicht richtig in Kontakt treten. Wir brauchen das ganze Gesicht, wir brauchen die Mimik. Und Kinder brauchen die Kommunikation. Und wenn wir nicht mit ihnen kommunizieren können, was passiert dann? Sie sind vereinzelt, sie sind eine Insel, sie sind nur bei sich. Und das kann nicht gut sein auf lange Sicht gesehen. Und wir haben jetzt einen so langen Zeitraum, diese Maßnahmen, dass Kinder vielleicht gar nicht mehr wissen, wie es vorher war, als die Welt noch normal war. Weil das Zeitgefühl für Kinder ein anderes ist. Man sagt, die ersten 20 Lebensjahre fühlen sich genauso an wie der Rest des Lebens. Sie haben keinen Überblick mehr, wie es vorher war. Sie wissen nicht, wie wir vorher miteinander umgegangen sind. Und das ist entsetzlich. Und wie wollen wir das auffangen? Wir Lehrer sind nicht darin ausgebildet, traumatisierte Kinder im Unterricht aufzufangen. Und eigentlich brauchen wir dafür ja Fortbildung. Eigentlich brauchen wir Psychotherapeuten, die uns unterstützen, die uns zeigen, welche Möglichkeiten haben wir. Wie sollen wir mit den Kindern ins Gespräch kommen? Ja, wenn ich kurz zusammenfasse unser Gespräch, ich habe es wirklich so wahrgenommen, dass Sie sagen, Sie haben immer überlegt, was ist eigentlich für die Kinder das Wichtige, das Richtige und wie können wir uns mehr um die Kinder kümmern? Natürlich haben Sie gesagt, es gibt diese Krankheit und wir müssen uns auch schützen gegebenenfalls, ja, aber in welchem Verhältnis stehen eigentlich die Maßnahmen zu psychischen Aspekten oder zu der Entwicklung der Kinder, ja, in der Allgemeinheit? Und das hat Sie quasi sehr betroffen gemacht und irgendwann haben Sie gesagt, das kann ich so nicht mehr mittragen und haben sich quasi dagegen ausgesprochen und sind dann nach ihrem Gewissen handelnd jetzt ihren Beruf losgeworden, wenn man das so sagen kann. Ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch, dass ich dabei bleiben darf. Ja. Ja, Frau Höltje, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und für dieses Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.